Und damit hallo und herzlich willkommen jetzt zu einer weiteren Aufnahme PVZ, heute mit super geilen Päckchen. Hier erst einmal ein super seltenes Päckchen, zwei Diamantsachen hier, dann hier ein, glaube ich auch, das erste war ein super verrücktes Päckchen, das hier war ein super seltenes Päckchen irgendwie, und dann haben wir hier noch einmal ein seltenes Päckchen. Diese Päckchen haben wir bekommen aus dem einfachen Grund, dass PVZ Geburtstag feiert und wir die Community Challenge abgeschlossen haben. Das heißt, mehrere Diamant-, Gold- und Silbersachen. Damit spare ich mir dann schon wieder was hier drüben für meine Glitzerpäckchen, damit ich demnächst auch mal wieder mehr für mich kaufen kann. Und damit, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der Folge. Sind wir in der Runde, Leute, wie gerade versprochen, und heute mit einem Zombos Down Special zusammen mit Markus. Hallo. Ich habe gerade schon wieder anmoderiert. Mit einer netten Runde Päckchen auspacken. Ja, da warst du noch nicht da. Ja, da war ich noch gerade mal in der Warteschlange, glaube ich. Oh, und da habe ich auch schon den ersten Kill abgesahnt mit dem Revolverhelden. Weil, wie ihr wisst, bin ich ein richtiger Revolverheld. War schlecht. Aber okay. Oh fuck. Jetzt überleben. Jetzt habe ich ihn abgesahnt. Zwei Fußsoldaten ohne K.O. zu gehen mischen. Mate. Oh ne. Und nochmal zwei Inches in die Luft gejagt. Da hat er auch schon seine 4er Killstreak am Stissel. Also 5 Sätze. Aber jetzt kommt ein Allstar. Jetzt kommt der Allstar mit dem Wichtkick und das war's. Aber ich habe noch einen Verbündeten hier wiederbelebt, der auch weggetackelt wurde. Jetzt haben die Allstars den TP überrannt. So, einmal der Rüstung schon, aber bitte langsam, aber mächtig. Aber der ist halt echt so lahm, ne? Aber dafür macht halt auch jeder bis 50 Damage zum Beispiel. Das finde ich schon ziemlich geil. Kannst halt die Leute auch tot beißen ohne... Oh, ich sollte nicht zu den Inchis rennen, weil dann bin ich tot. 225 Lebenspunkte. Jetzt, wenn du halt Sonnenblume wärst, wäre richtig OP. Oder wenn du dann Schnapper bist, bin vielleicht ich Sonnenblume. Ja. Kann gut nicht sein. Oh. Ja, ja, den habe ich dir hier vorbeigebracht. Ah, wichtig. Oh, der... Yo. Fick dich. Dauert. Hab mich keiner wiederholt. Ah, sehr gut. Na, ich halte jetzt zum Glück ein bisschen was raus. Nein! Kannst du mich holen? Beim Vergraben? Ey, ich wollte gerade... Sonnenblume, ich bin auch da. Ja, deswegen. Ich war nämlich in Deckung. Sonnenpharao. Cobra Laser. Beats. Ah, du bist jetzt der gute Schnapper, ne? Ja. Und ich bin tot. Ich glaube, es war nicht mehr so geschickt, in den Garten zu rennen, wenn da 4 Zombies drin sind und sie ihn schon eingenommen hatten. Banditenkakteen, ja, damit kann man auch schön abfahren, vor allem hier. So, hier wieder auf eine schöne Position zum Sniffern. Ich liebe diese Posi hier. Teleporter ist rechts. Jo, ich glaube auch. Ich geh mal hin. Ja. Eispilz. Ja, der hat sich erledigt. Da kommt schon der nächste. Ich sag dir, wenn sie herkommen, ne? Okay, wieder einer tot von denen. Jetzt kommt... Ne, der dreht um. Ja, jetzt kommt ein Entsorgungswachmann. Wahrscheinlich gleich ums Eck. Der ballert gerade meine Nüsschen. Ich hab ihn. Ah, kommt Feuer, bis er kommt. Und den nächsten habe ich. Und da kommt einer rein. Der hat Megafon in die Tür gelegt, Vorsicht. Ist weg, wach. Hast du ihn? Ja, aber nur seine Bohrer. Problem, der hat noch ganz minimal das scheiß Ding fucking gesetzt. Ja, Alter. ich hab ihn. Na, Hurensohn. Da links ist noch ein Feuer... Ding. Ich hätte einfach noch zwei Inchis direkt vor der Tür. Das ist mein Problem hier gerade.
Jetzt kommen alle rein. Ja, aber das eine habe ich. Ah, jetzt bin ich leider tot. Zu viele. Ja, es waren einfach zu viele. Aber ich habe mich gut gehalten. Ja, meine ersten 4 Tode und wie viele Kills? 8. 2er KD. Hey Leute, steht halt im Spawn schon alle im Weg rum. Anstatt dass sie aus dem Spawn rausgehen, stehen sie alle im Spawn und campen sich mit Kakteen dahin. So, ist sogar wieder back to the roots mit dem Revolverhelden hier. Zack. Erstes Song weggeballert. Jetzt checkt man den, da drin war eine Bohne. Jo, das war ein Multi-Abschuss. Ein Spieler, ein Zombie. Ist vorbeigetackelt, mein Freund. Nein! Jetzt hat er mich mit 8% noch weggeholt. Fuck. Die kommen jetzt vom Teleporter hoch. Vielleicht wiederbelebt mich der da. Nein, tut er nicht. Gut, Rüstungsschnapper. Das könnte jetzt hier lustig werden. Bist du Sonnenblume? Wenn du sagst, dass du Sonnenblume bist. Egal, gestorben. Ah nein! Genau hinter dir, Alter. Ja, aber damit kannst du hier auch gut halten. Hier kommen alle Teleporter, die Pisser. Ja, ja. Das. Wir müssen den Teleporter den wieder wegnehmen am besten. Ja. Alle verstecken sich. Alter. Viel zu viele. Du krass. Oh mein Life. Ah, jetzt, ich habe irgendeine Sonnenblume, die mich heilt. Jetzt hat sie aufgehört, mich zu heilen. Weil du voll bist, glaube ich. Nein, ich bin noch lange nicht voll. Ich bin 134 erst. Nein, jetzt haut der hier doch ein Megafon raus. Aber ich habe sie zumindest mit einem Schleim alle in der Bohne festgehalten. Wenn ich dafür auch gestorben bin. What the fuck? PVZ-Bug, live in der Aufnahme. Ich flieg durch die Welt, fall durch den Boden, sehe ein bisschen Gras. Nice. Warum passiert immer mir nur so eine Scheiße? So, da ist doch... Jetzt bin ich übrigens... Okay, Mine. What the fuck? Ja, hol mich. Dann heil mich mal schnell. Hol mich. Okay. Ja, ich hol dich ab, Alter. Okay, immer heil mal lieber deine... Aber trotzdem, Double. Ja, Double Healing ist Better Healing. Und deine Sonnenblume braucht auch mal Unterstützung, weil die ist nämlich gleich tot. Die kommen jetzt da aus dem Gang raus. Aus dem Gang raus, die Pisser. Hinter dir. Aber Mine haben schon mal ein paar Aufgaben. Wow. Garten wieder erobert, Alter. Aber hart. Scheiß. Pisser, oder mehrere Pisser. Einen Weg habe ich hier geholt. Extra den hol ich noch? Jawohl. Ich hab den noch geholt, aber ich bin auch gestorben. Ja, das können wir jetzt aber nicht so hier. Das war ja gar nichts, war das. Gar nichts. Nix. Was war das? Nix, ne. Naja, Leute, das war kürzes Ründler, würde ich sagen. Und dann haben wir zwar am Anfang schon was ausgepackt, aber ja, unglaublich. Die Glitzerpack hauen wir jetzt auch noch mit raus. Billiger. 4500 billiger. Nice one. Ja. Die sind im Moment alle irgendwie billiger geworden. Wahrscheinlich auch wegen Geburtstag. Und damit, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, servus und ciao. Tschüss.